Ein einheitliches Kommunikationssystem für alle. Für die Sicherheitsbehörden wird genau das ab dem 2. April bundesweit umgesetzt. Dann soll der alte analoge Funkverkehr abgelöst werden. Heute simulierten Sicherheitskräfte in Krefeld bereits einen Einsatz mit dem neuen System. Und der Digitalfunk bietet eine Vielzahl von Diensten, die den Betrieb oder den Alltag der Polizei, aber nicht nur der Polizei, sondern aller Behörden, die Sicherheitsaufgaben haben, wie Feuerwehr, Hilfsdienste, DLRG, besser kommunizieren können. Der Digitalfunk soll den Sicherheitskräften ein schnelleres Eintreffen von Verstärkung ermöglichen und Nebengeräusche während der Gespräche herausfiltern, beispielsweise das Getöse von Menschenmassen bei Großveranstaltungen. Die verbesserte Kommunikationstechnik soll letztlich die Sicherheit für die Bevölkerung verbessern.